Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, 666 Flake, mit Part 15 vom Adventskalender Opening. Bin gerade zurück vom OCS-Turnier. Haben ja heute mal ein Turnier nach neuer Bandlist gemacht. Da Carlo und Machina Stefan waren auch wieder da. Machina Stefan ist jetzt übrigens mehrmals Stefan. Und auf jeden Fall auch wieder cool, dass die zwei Mitglieder vom Team Lackerlords am Start waren. Freue ich mich immer. Gruß nochmal an die zwei. Und hier mit neuer Bandlist muss ich schon sagen, sehr, sehr viele Firefist-Decks unterwegs. Carlo zockt das ja auch. 5 Stück waren heute am Start Firefist. Ich denke mal, das hat auch gewonnen. Sind noch vorm Finale abgehauen. Und ein Deck, auf das man auf jeden Fall aufpassen muss jetzt. Nächstes Format, also mit dem man rechnen muss. Firefist. Extrem krass. Hab mir auch viele neue Karten rangeholt. Gehe jetzt mal kurz über die drüber. Also das neue Dragon Ruler ist fertig. Das werde ich euch die nächsten Tage präsentieren. Auf jeden Fall richtig geil. Hab mir hier vom Oli selbst dreimal Castle jetzt geben lassen. Also eins hatte ich ja schon, zwei habe ich mir heute noch angeholt und dreimal den Dragon Shrine. Außerdem habe ich ein Blue Eyes Alti vom Yu-Gi-Oh! Dragon bekommen. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und wie gesagt, da könnt ihr euch aufs neue Dragon Ruler Deck Version 20.0 freuen die nächsten Tage. Außerdem noch eine zweite Lone Fire Blossom rangeholt vom Oli. Auch richtig cool. Sollten wir jetzt haben mit dem neuen Format. Zwei Lone Fire. Einen Tausch habe ich noch gemacht. Bei dem Tausch habe ich mal rangeholt. Einmal hier so ein Wylon Prisma. Und noch meinen dritten Gustav Max. Auf Deutsch Superkanonenpanzerung. Daumen nach unten. Ja, und vielleicht kommt dann die nächste Zeit auch mal noch ein Deck von mir auf Rang 10er Exceeds, also ein Gustav Max Deck. Könnt ihr euch drauf freuen. Außerdem habe ich mir noch rangeholt für 2,50 Euro vom Crow, den ihr ja sicherlich auch aus unserem Team Lackerlords kennt, also zurzeit immer mit Blackwing am Start. Ich hatte da auch schon mal sein Harpien Stuff gefeatured. Und von ihm habe ich mir das Blackhorn of the Heaven geholt, also Blackhorn of Heaven. Ultra Rare, 2,50 Euro wollte haben. Really nice, hatte ich bis jetzt noch keins. Blackhorn. So, und dann gucken wir mal noch in Türchen Nummer 15, bevor ich euch dann heute noch das Deck-Feature vom Plant Princess, also vom Plant Myth Deck, vom Yu-Gi-Oh! Dragon hochlade. Bedenkt dabei, dass das ein Bild nach alter Bandlist ist, also nur mit einer Lone Fire. Dementsprechend müssten Redox jetzt weichen, also zweimal Redox raus aus dem Deck nach neuer Bandlist, Lone Fire rein. Vielleicht gibt es mal noch eine aktuellere Version dann vom Plant Myth Deck, aber schaut euch auch schon mal die nach alter Bandlist heute noch an, wenn ich es dann hochgeladen habe. So, und dann gucken wir ins Türchen Nummer 15 rein hier. In der 15 vom Adventskalender haben wir den Werkzeugdrachen, ein Erdemonster, 7 Sterne, Werkzeugdrache. Maschine, Synchro, Effekt, 2-3 ATK, 2-5 Defense, ein Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Einmal pro Spielzug, du kannst 3 Ausrüstungszauberkarten von deinem Deck bestimmen, dann bestimmt dein Gegner zufällig eine von ihnen, die deiner Hand hinzugefügt wird und die restlichen Karten werden ins Deck gemischt. Falls diese Karte zerstört würde, solange sie mit einer Ausrüstungszauberkarte ausgerüstet ist, kannst du stattdessen die Karte auf den Friedhof legen. Werkzeugtrache, eine wichtige Karte im Gigawise-Deck. Nimmt sich ja der Dimitri in letzter Zeit mal wieder vor. Vielleicht gibt es da auch mal ein Deck-Feature. Das war's mit dem Opening-Video und mit der Ausbeute vom heutigen Turnier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt immer dran. 666 Flake.